Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg zockt. So, Zügelein fahren, alles okay, bestens, und wir können jetzt endlich wieder Schienen legen, ohne dass wir dazwischen einen Kaffee trinken können, bis das nächste Gleis gelegt wurde. Und das werden wir jetzt ausnutzen, wir werden eine neue Zuglinie machen. Was wir aber zuallererst machen, wir gehen mal ganz kurz nach Wien, denn mir fiel ein, ja, mit dem letzten Update von Transportfieber wurde ja geändert, wie das Terrain berechnet wird, wenn man irgendwie Straßen und so weiter setzt, wenn man Gleise legt. Deswegen machen wir Pause. Und jetzt möchte ich mal gucken, ob wir hier nicht irgendwie noch was machen können in Sachen Straßenverbreiterung. Denn das müsste anders berechnet werden wie früher. Wir können mal gucken. Das hier ist ja doch eher so ein bisschen, ja, eine Ader, die hier durchführt. Und da würde ich jetzt mal kurz was testen. Ob das nicht irgendwie vielleicht machbar ist, dass wir das ein bisschen breiter hinkriegen. Wir brauchen da natürlich, ja, wir machen eine Busspur und elektrisch. Und hier war das mit dem hier. Moment, genau. Das würde nämlich schon gehen. Man sieht hier, das würde funktionieren. Was ist das denn hier für eine Straße, die wir hier haben? Ist gerade nicht zu erkennen. Die hat keinen Mittelstreifen, gar nichts. Okay, sollen wir mal updaten? Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Also das hier lassen wir, das geht nicht. Der Kreisel geht auch nicht. Aber das hier geht. Das hier geht. Und man sieht, das funktioniert auch wieder viel, viel besser wie noch damals. Moment, da muss ich aber aufpassen, sonst wird es runtergegradet sozusagen. Das ist hier schon breit. Mir geht es eigentlich um die Straße. Aber eben, man sieht, ich klicke und es funktioniert. Das hat mit Sicherheit halt auch damit zu tun, dass wir da die ganzen Gleise zugewiesen haben. Ich muss ein bisschen gucken, aber das müsste eigentlich schon funktionieren. Wenn wir halt irgendwo ein Gleis haben, wo wir es nicht brauchen, davon geht die Welt nicht unter. Mir ist wichtig, dass hier nicht die halbe Stadt zusammengebaut, oder wie soll ich sagen, nicht zusammengebaut, ne, auseinanderfällt, weil wir halt überall Häuser abreißen. Hier sieht man es gerade. 4 Gebäude werden entfernt, das heißt, nein, lassen wir. Hier können wir wieder, dann haben wir es zumindest ein bisschen breiter hier. Das ist aber eigentlich, wenn ich mir das so anschaue, die falsche Straße. Nur, es schadet natürlich auch hier nicht, wenn wir hier was machen. Ich gehe aber gleich nochmal zurück und dann haben wir noch eine neue Mod. Oh, wie cool das ist. Das werde ich euch gleich zeigen. Da ist wieder ein kleiner Traum von mir in Erfüllung gegangen. Hatten wir schon bei Trainfieber, sowas ähnliches. Jetzt haben wir es auch bei Transportfieber. Ich werde es gleich zeigen. Wäre das hier? Welches ist denn die Straße, die ich jetzt zuerst gemeint habe? Die hier unten. Wildes Rumgescrolle. Entschuldigung dafür. Ich suche hier die Straße. Ne, hier oben ist sie. Ich wollte gerade sagen, ich suche die Straße, die zu updaten wäre. Im Prinzip könnte man hier bald jede Straße natürlich ein bisschen breiter machen. Eben, solange es zumindest geht. Was das Demolieren anderer Gebäude angeht. Das funktioniert eigentlich alles relativ gut. Guck mal an. Das hat nämlich dann wahrscheinlich tatsächlich mit dem Update zu tun, dass hier die ganze Gegend sozusagen neu berechnet wird oder anders berechnet wird, wenn man was baut. Denn ich kann mich erinnern, das wollte ich schon mal machen und da, das ging nicht. Da hätten wir die ganzen Häuser, die hier stehen, abreißen müssen dafür. Oh, hier geht's auch. Okay, machen wir gleich. Hier haben wir zwar sowas Ähnliches, haben wir, glaube ich. Oh, hier geht's auch. Okay, hier kommen wir zum Bahnhofsbereich. Wow, das ist ja sensationell. Guck mal, was hier für Häuser stehen. Trotzdem kriegen wir hier eine breitere Straße hin. Man sieht auch, die ist tatsächlich breiter. Das meint man nicht nur, die ist breiter. Dass wir hier alles updaten können, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Guck mal an, guck mal an. Sehr schön, sehr schön. Aha, und da ist dann halt irgendwann mal Steigung zu groß. Da können wir mit Steuerung das eine einzelne Segment auswählen. Dann sieht man, da konnten wir doch noch ein Stückchen machen, aber so im Groben reicht das jetzt. Jetzt muss ich hier irgendein Lag Escape drücken, sonst mache ich irgendwas, was ich nicht wollte. So, wenn wir jetzt mal gucken, hier die Bahnhofstraße, die sieht doch jetzt schon ein bisschen anders aus. Also da haben sie jetzt definitiv mehr Platz und hier oben eigentlich auch. Dann hätten wir das im Groben. Gut, wir gehen nochmal kurz zurück nach Hamburg. Denn hier in Wien könnte man das zwar auch machen. Wir kommen eh wieder nach Wien zurück, denn hier werden wir die neue Strecke dann bauen. Aber in Hamburg möchte ich die Mod zeigen. Warum in Hamburg? Ich weiß nicht. Weil Hamburg irgendwie eine Stadt ist, die diese Mod eigentlich braucht. Es geht um die Polizei. Wir schauen mal. Jetzt muss ich aber selber gucken, wo haben wir was und wo stellen wir was hin. Also wir haben einerseits hier bei den Bushaltestellen
Polizeigebäude. Und zwar europäische, asiatische, russische, glaube ich noch. Na, wo seid ihr? Ganz hinten. Könnte man natürlich auch hier mal klicken. Da sind sie ja. Also Kanada, Europa, Russland und US. Wir machen mal Europa, weil wir in Europa sind. Und wohin mit dir? So wie das aussieht, muss das nicht mal an der Straße ran. Hat eine eigene Straße. Das würde hier eigentlich gut passen. Kommen wir da... Wo kommen wir da hin? Hier unten vielleicht noch einen Bahnübergang machen. Und hinten raus auch noch mit der Straße. Das würde mir hier eigentlich relativ gut gefallen. Gleich beim Friedhof. Und dann hier vielleicht bei der Brücke mit der Straße davor. Okay, gekauft. Und jetzt wollen wir uns das natürlich mal noch ansehen. Polizia. Wow, cool. Und natürlich gibt es die passenden Polizeiautos dazu. Gucken wir gleich. Ah, das ist aber ein bisschen schade hier mit der Textur. Oh, warum wurde da nicht eine schönere Textur genommen? Wenn man hier bei den Häusern guckt, das sieht schon ein bisschen anders aus. Hier. Und wenn man hier guckt, ja, das wäre dann ein Kritikpunkt. Aber es ist, ja, Kritik auf hohem Niveau. Und irgendwie das Ganze fliegt. Sehe ich hier gerade noch. Können wir da noch ein bisschen aufschütten? Finde ich halt immer ein bisschen schade, wenn sowas dann, ja, wenn da gespart wird bei Texturen. Das hat man eigentlich früher gemacht, um die Rechner zu schonen. Also damit nicht jede Mod irgendwie nochmal zusätzlich irgendwie Leistung groß benötigt. Aber das müsste man eigentlich, finde ich, dem User zugestehen, dass der das einstellen kann, wenn er es denn braucht. Denn wir bräuchten das hier definitiv nicht. Das Problem ist, wie gesagt, nicht die Darstellung, dass wir hier geruckelt haben, sondern das Rechnen. Das Berechnen der Linien und so weiter. Ihr merkt, ich kriege das hier irgendwie nicht richtig schön angehoben, weil es hat eine Kollisionsabfrage. Wenn ich hier raufgehe, dann wird das Gebäude ausgespart. Das heißt, ganz einfach, hier gibt es ein paar Bäumchen. Das ist immer die einfachste Lösung. Wenn irgendwas ein bisschen fliegt, dann stellt man halt ein paar Bäume davor. Dann sieht man das eh schon nicht mehr, weil so nah geht man in der Regel dann eh nicht mehr ran. So, Straße kommt gleich. Und wie gesagt, nachher gehen wir dann nach Wien, denn ich möchte jetzt hier tatsächlich endlich eine neue Linie bauen. Wenn wir schon endlich wieder, ja, endlich, wenn wir schon endlich wieder eben leckfrei bauen können. Das funktioniert so nicht. Da brauche ich die anderen Bäume. Die waren weit hinten. Okay, da hätte ich jetzt natürlich auch theoretisch und praktisch, ja, hier mal gucken können. Moment. Da haben wir noch neuen Bodenbelag sozusagen. Kann man auch einfärben. Den Boden. Wo haben wir die denn? Oh, jetzt habe ich irgendwie... Ja gut, das kann man hier auch stehen lassen. Das wurde von den Bauarbeitern vergessen. Da sind sie, die Bäume. Und hier haben wir die gezielten. Sprich, die haben keine Kollision. Sieht man auch. Da kann ich einfach quer über den Busch rüber bauen. Und das ist eigentlich eh das, was ich wollte. Hier brauchen wir keine Kollision. Vielleicht mal noch so ein Laubbaum dazwischen. Hier noch ein bisschen. Und hier fehlen jetzt natürlich die Straßen und, was natürlich auch noch fehlt, die Polizeifahrzeuge. Und das ist sehr cool gemacht. Die haben sogar, ja, Blaulicht. Allerdings, ja, das werden wir gleich sehen. Das ist irgendwie nicht so blau, sondern, ja, man sieht es ja dann. Okay, was haben wir hier an Straße? Wir nehmen mal dich. Aber ohne Bus und ohne Tram. Ja, das ist eigentlich die richtige Straße. Und jetzt könnten wir hier eigentlich theoretisch hier gleich mal wieder abreißen, was die hier hinstellen wollen. Oder, ja, anders kommen wir hier nicht raus. Also nicht in die Richtung. Gut, das Haus da, das können wir so nicht gebrauchen. Aber man sieht schon, wir kommen hier sowieso nicht raus. Das ist ein Problem wegen dem Kreisel und wegen den Gleisen hier unten. Also das funktioniert nicht. Gut, dann können wir das Haus da auch stehen lassen. Dann gibt es hier eine Straße dem Gleis entlang. Und die führt uns dann hier durch, würde ich mal vorschlagen. Das ist dann unsere, ja, im Prinzip Polizeistraße. Okay, da rein kommen wir problemlos. Sehr schön. Gefällt mir gut. Sieht man die vom Zug aus auch? Jawohl, klar, hier haben wir die Gleise. Sehr schön. Cool, also jetzt brauchen wir aber noch die Polizeiautos. Wobei, wisst ihr was? Wir bauen nochmal so ein Ding. Denn das ist eine Bushaltestelle. Also sprich, wir können hier via Bushaltestellen fahren. Dann halten sie da einfach immer an. Aber wir können natürlich auch zum Beispiel hier hinten beim Flughafen.
da haben wir eine Bushaltestelle. Haben wir hier eine? Das ist eine Bushaltestelle, jawohl. Dann lassen wir die hier hinfahren. Dann machen wir hier keine Polizei, wir lassen die, kein Polizeigebäude, sondern wir lassen die hier hinfahren. Denn das Ganze ist nicht nur ein Polizeiauto, sondern ein ganzes Corso. Sieht so aus wie so ein UNO-Teil. Gut, machen wir mal. Neue Linie. Das wäre dann zack, von hier zum Polizeigebäude hier oben. Man sieht, das funktioniert und das ist dann ganz klar Polizei. Komma, David. Heißt die Davidswache oder Davidwache? Davidwache müsste die heißen. Davidswache? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ihr wisst, was ich meine? Ne, die heißt nicht Davidwache, die heißt Davidswache. Sonst bitte in die Kommentare, dann werde ich es nochmal ändern. Das ist ja dann schnell geändert. Polizei Davidswache, Hamburg. Brauchen wir nicht mehr hinschreiben, sieht man hier unten. Okay, wir brauchen Fahrzeuge. Ein Depot ist das nicht. Oh, guck mal hier oben, das ist ja perfekt. Also, Passagiere und dann haben wir die hier. Polizei Amerika, no Sirene oder Sirenen. Und hier mit der UN, das gefällt mir extrem gut. Das nehmen wir sicher mal. Dann nehmen wir aber die europäische Variante. Hier unten haben wir noch die russische und dann hätte ich gerne noch mal zwei ohne Sirene und dann hätte ich gerne noch die Polizei mit Sirene. Okay, machen wir mal so. Und jetzt bin ich auf den Sound gespannt. Das habe ich so noch nicht gehört, wie das dann klingt. Polizei Davidswache. Wir lassen laufen und jetzt bin ich selber gespannt. Und da seht ihr, ja, die Sirenen, beziehungsweise, ich höre gerade nichts. Ich wollte gerade sagen, die Sirenen müsste man ja auch hören. Doch, jetzt höre ich sie. Das sieht so ein bisschen aus, als hätten sie Flügel. Das kann man halt nicht anders darstellen, da Transportfieber kein Licht kennt in dem Sinn. Da hat das halt so gemacht. Wenn man nämlich von weiter guckt, sieht es nämlich cool aus. Dann hat man den, ja, man hat den Effekt, dass da oben tatsächlich das Ganze blinkt, dass die Alarmsirene an ist. Wenn man näher rangeht, dann muss man ein bisschen drüber wegsehen, dass das halt eben dann doch ein bisschen aussieht, als würde es fliegen. Wo ist denn unsere UNO? Die fahren jetzt alle mal nach hier hinten. Hier fehlen irgendwie Fahrzeuge. Kann das sein? Oder sind die in die andere Richtung los? Oh, die sind hier unten. Guck mal. Das ist ja schon cool. Da ist alleine einfach schon die Idee sehr nett. Hier mit diesen UNO-Fahrzeugen. Zu Besuch in Hamburg. Und jetzt geht es halt zum Flughafen. Und dann geht es wieder zurück nach New York wahrscheinlich. Oh, und hier unten schön die beiden Züge, die kreuzen. Schon krass, was man nicht eben alles machen kann mit Mods, es ist einfach immer wieder erstaunlich. Sollen wir uns hier mal reinsetzen? Ja, da sieht man halt nicht so viel. Man hört aber ganz dezent, hört man die Sirene. Das wäre schön gewesen, wenn das ein bisschen lauter wäre. Das hätte mir ehrlich gesagt fast noch ein bisschen besser gefallen. Aber cool ist es alleweil. Jetzt fehlen eigentlich nur noch Krankenwagen und Feuerwehrwagen, die fahren. Das hatten wir bei Trainfieber alles. Ja, aber bei Feuerwehrautos, aber Krankenwagen hatten wir noch. Wisst ihr was, die gehören eigentlich auch auf die Autobahn. Das werden wir jetzt gleich mal noch kurz machen. Wir brauchen dafür ja nicht unbedingt das Polizeigebäude. Das ist einfach zusätzlich. Aber wir machen jetzt mal noch von wo nach wo. Warum nicht auch von Hamburg nach Wien zum Beispiel. Haben wir da eine Straße? Ja, da haben wir eine Autobahn. Da haben wir nicht nur eine Straße. Das heißt, die fahren von hier. Dann haben wir hier nochmal Polizei. Oder blockieren die dann zu viel? Also die machen wahrscheinlich alles. Ja, wir haben da ein bisschen viel Verkehr, das meine ich. Aber das sollte das Teil hier eigentlich verkraften. Denn das macht schon Sinn. Dann landen sie hier in Hamburg, gehen hier hin zur Bushaltestelle und steigen dann in ihre Diplomatenfahrzeuge, wie das so ist in der Realität. Nein, natürlich nicht, aber okay. Von hier dann auf die Autobahn. Und von hier dann nach Wien. Das würde ich mal gerne noch so machen. Das können wir so machen, dass wir hier ganz einfach eine neue Linie machen. Moment. So, geht nicht. Warum geht's nicht? Irgendwas mache ich falsch. Machen wir nochmal eine Linie. Da haben wir es doch. Neue Linie. Okay, man müsste es jeweils noch richtig einstellen. Also von hier nach Wien. Da haben wir eh schon eine Linie. Da könnten wir eigentlich... Im Prinzip könnten wir die natürlich fast schon hier raufsetzen. Die Frage ist jetzt, wo wollen wir hin hier in Wien? Zum Flughafen wäre eine Möglichkeit. Dann fahren sie durch die ganze Stadt durch. Das wäre nicht unnett, behaupte ich mal. Oder hier zu diesem Schloss, dass hier eine Tagung ist. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
Haben wir hier eine Bushaltestelle oder bist du selber eine Bushaltestelle? Nein, bist du nicht? Okay, schade. Dann machen wir hier noch eine kleine Bushaltestelle hin, würde ich vorschlagen. Aber nicht die Polizei. Sonst haben wir die dann überall. Das würde mir irgendwie auch nicht so wirklich zusagen. Sondern irgendwas Kleines halt. Weil hier wirklich nur die Polizei anhält und sonst eigentlich keiner. Warum nicht sowas? Geht ja wirklich nur ums Halten und Drehen dann meinetwegen. Okay. Hinzufügen. Zack. Okay. Es rechnet, macht und tut. Jetzt brauche ich aber eine Farbe, die ich erkenne, damit ich sehe, wo sie lang düsen. Aha. Irgendwie 3 Meter und dann ist Feierabend. Warum wird das nicht richtig dargestellt? Das ist ja interessant. Ach so, was ist denn das hier oben? Wurde das nicht... jetzt habe ich hier Linie 2. Was ist das denn für ein Käse? Moment, ich brauche nochmal meine Linien. Irgendwie klappt das heute mit den Linien hervorragend. Man sieht's. Haben wir jetzt hier eine Linie 1? Okay, was bist du? Du bist nix. Also Linie 1 geht stiften. Und Linie 2, die möchte eben noch da unten in Hamburg. Hier können wir eigentlich auch wieder zumachen. Hierhin. Okay. Habe ich vorher wahrscheinlich auf Straßenfahrzeugdepot geklickt. Das kann natürlich auch sein. Egal. Jetzt haben wir hier den, ja, ich würde mal sagen, Diplomaten Konvoi von Hamburg nach Wien. Diplomatenkonvoi Hamburg-Wien. Passt. Jetzt brauchen wir natürlich noch Konvoi, beziehungsweise wir brauchen eigentlich mehr als nur einen Konvoi. Wir nehmen mal 3 Stück und verteilen die aber ein bisschen. Also der erste wäre mal amerikanisch. Dann kaufen wir mal nichts, sondern wir nehmen den. Ich habe jetzt aber gar nicht geguckt, Moment, wo die Linie lang geht. Halt, 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 halt. Ich habe eh schon gesehen, die fahren eigentlich in die falsche Richtung. Sehe ich das richtig? Diplomatenkonvoi? Ja, wo geht ihr denn hin? Nö, 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 nö. Hier rüber und dann Landstraße. Ne, wollen wir genau nicht. Aber wir haben hier auf der Autobahn eigentlich auch Wegpunkte. Da, zum Beispiel hier. Das wäre dann aus Wien kommend. Vom Mühlweg sollen sie hier lang. Mal gucken, ob sie das machen. Jawohl. Und auf dem Rückweg von Hamburg nach Wien sollen sie hier lang. Dann hätten wir das. Dann gehen sie hier in die richtige Richtung. Jetzt ist die Frage, ob sie wieder von der Autobahn runtergehen oder ob sie drauf bleiben. Ne, die bleiben drauf. Guck mal an, sehr schön. Hier beim Kreuz gehen sie runter, das ist soweit richtig. Fahren hier dann durch die Stadt durch und dann nach da hinten. Da könnte man natürlich auch sagen, sie könnten hier durchs Tunnel durch. Und dann hinten raus. Das werde ich mir gleich mal kurz ansehen. Wo haben wir hier die Ausfahrt? Da hätten wir eine. Das wäre eigentlich der schnellere Weg. Dann müssen sie nicht durch die ganze Stadt durch. Auf der anderen Seite ist ja das genau das Coole. Wenn die eben hier durch die Stadt durchfahren. Wir machen das mal so. Okay, können wir so stehen lassen. Dann können wir die hier unten mal auf die Reise schicken. So, nicht kaufen, sondern zuweisen. Das wäre der Diplomatenkonvoi. Und jetzt suchen wir uns noch ein anderes Depot, damit die verteilt sind. Eins in Wien, irgendwo hier hinten vielleicht sogar. Wenn wir hier eins haben, jawohl, hier unten, Straßenfahrzeuge kaufen, Passagiere, dann nehmen wir hier Amerika. Was haben wir denn vorher genommen? Auch Amerika? Ich muss mal schnell gucken. Sieht man das hier? Ist das angeschrieben? Halt. Nein, nicht so, sondern hier gucken. Amerika hatten wir schon. Okay, dann nehmen wir hier mal China. Kaufen. So, nehmen wir hier gleich nochmal eins, die europäische. Dann sind die ein bisschen in der Nähe natürlich. Das war die amerikanische. Die kann ich eigentlich wieder verkaufen. So, und die 2 weisen wir zu. Diplomatenkonvoi. Das Spiel läuft noch nicht, ihr merkt. Und jetzt kaufen wir hier noch eins. Zum Teil. Und dann können die da auf die Autobahn. Das werden sie dann auch machen. Dann haben wir 4 Stück. Das ist eigentlich genau, was ich wollte. Jetzt fehlt hier noch Russland. Okay, kaufen, zuweisen. Diplomatenkonvoi, perfekt. Und jetzt lassen wir mal laufen, gehen aber hier runter. Ich möchte mir das natürlich auch ansehen, wenn die hier rauskommen. So, lass laufen, liebes Spiel. Wo kommen sie raus? Hier hinten. Cool. So, dann haben wir doch die Autobahn auch wieder ein bisschen. Ja, noch ein bisschen mehr
der Autobahn noch ein bisschen mehr Nutzen zugeführt, so könnte man sagen. Finde ich sehr cool. Das sind so die Gimmicks, die halt einfach das Spiel immer wieder nochmal cool machen. Wenn es nicht eh schon völlig cool wäre. Okay, ab auf die Autobahn. Da müsst ihr doch hier wahrscheinlich rechts, jawohl. Wisst ihr was, wir steigen mal nochmal kurz ein. Zumindest bis wir auf der Autobahn sind, dann sehen wir das auch mal noch. Und dann geht es sowieso wieder zurück nach Wien, denn da möchte ich mir schnell überlegen, was wir als nächste Strecke machen. Ich möchte eigentlich den Heisenberg-Zockzug nochmal fahren lassen. Eben von Wien aus, vom Nordbahnhof, vom Lüttichow Bahnhof aus. Da weiß ich aber noch nicht genau wohin. Da müssen wir mal gucken. So, ab auf die Autobahn. Aha, hier vorne, okay. Jawohl, Einspuren München-Würzburg ist nicht sehr, sehr realistisch, wenn man nach Wien will, aber wobei im Moment von Hamburg, doch, von Hamburg könnte man natürlich über München fahren und über Würzburg, wenn man nach Wien möchte, das ist nicht mal so falsch. Gut, cool. Nochmal von außen gucken. Ja, da fahren sie. Sieht richtig schön wichtig aus. Wunderbar, da düst ihr an uns vorbei. Gut, dann lassen wir die mal so rumkutschieren. Die werden natürlich keinen Gewinn machen. Die werden auch keine Leute transportieren. Vielleicht ein, zwei. Weil es eben eigentlich als Bus konzipiert ist, das Ganze. Aber im Endeffekt ist das natürlich einfach ein Gimmick. Aber ein sehr cooles. Gut, wir machen nochmal kurz Päuslein. Mal gucken, was haben wir denn hier für Linien? Wer fährt hier wohin? Wir haben Deetz. Schaffhausen, Bielefeld, Hamburg-Wien, Wien-Norddeich. Okay, das haben wir alles auch schon. Tram-Wien. Ich möchte eigentlich nur die hier beim Bahnhof haben. Können wir natürlich hier noch eingrenzen. Nur Zug, Hochbahn, Wien-Nord, Unkirch. Ja, ja, okay, doch, nach Eisenberg haben wir eigentlich auch eine Linie. Schade. Den ICE, da stand immer. Ich soll doch mal gucken, ob die nicht stehen. Nee, die stehen nicht. Die machen ziemlich Minus und haben einen ultralangen Takt. Und den haben sie, weil wir mal 4-5 Züge hier rausgenommen haben, weil die über 50 Millionen Minus gemacht haben. Das war ein Teil der Aktion, rettet unsere Finanzen. Jetzt haben wir hier so einen Takt, das kann auch nicht laufen. Also diese IC-Züge, die haben wir eigentlich auch mehr oder weniger nur, damit wir die ICs haben. Die Linie, die läuft wirklich nicht gut. Vielleicht würde, ja, halt eben eine Stadler-Kiss-Linie gut funktionieren, wenn die nach Weißwasser runtergehen würde. Ich frage mich nur gerade, wir haben da glaube ich gar keinen Platz mehr, kann das sein? Wir schauen mal. Hier unten ist doch eigentlich alles zu, wenn man so will. Nämlich alles mit Linien. Ja, da haben wir noch ein Gleis. Ne, haben wir doch nicht. Da kommen auch Züge rein. Man kann natürlich auch aus zwei Seiten hier reinfahren, aber dann wird wieder blockiert und gemacht und getan. Das möchte ich nicht. Aber was wir natürlich hier machen könnten, wäre hier unten einen ganz kleinen Bahnhof hinzustellen. Zum Beispiel beim Seecafé oder hier beim Hafen. Das heißt, das wäre dann die Möglichkeit für die Leute aus Wien, direkt zum Hafen zu fahren und vom Hafen aus dann ja eine kleine Tour zu machen. Zum Beispiel nach Hamburg oder so. Und außerdem ist das natürlich einfach ein Stadtteil von Weißwasser. Das heißt, ich denke mal, die Leute, die würden das schon annehmen. Wir können hier ja mal einen Bahnhof bauen. Und zwar wirklich einen kleinen, aber Personenzugbahnhof natürlich. Moment, dann müsste ich vielleicht noch zum Bahnhof wechseln. Das würde das Ganze erleichtern. Und ja, einen Kopfbahnhof. Machen wir mal so. Drehen wir mal. Und machen hier mal. Gucken. Kriegen wir vier Gleise hin? Doch. Kriegen wir. Die Länge ist natürlich Käse. Da brauchen wir sicher 200 Meter. Und dann ist hier eigentlich die Brücke im Weg. Aber man sieht, es würde eigentlich funktionieren. Vorher zumindest. Moment. Ja, so wird es klappen. Da kommen wir auch noch an den Hafen ran. Das Problem ist einfach das Haus hier, dieses hier. Das wird so oder so fällig, wenn wir hier mit der Straße lang wollen. Deswegen könnten wir das eigentlich auch so bauen. Moment, mal Pause machen. Dass wir das Haus halt sowieso opfern. Wir müssen nur hier in die Straße reinkommen. So wird es gehen. Noch ein bisschen schöner drehen, dass das eine gewisse Parallelität besitzt. Und kaufen. Und dann haben wir hier einen Bahnhof. Mit diesem Gleis wird es eng, aber mit denen hier können wir arbeiten. Gut, und dann sieht man, ja, den Hafen haben wir und wir haben hier dieses Gebiet. Also dieses Einzugsgebiet.
Gut, dann ist das der zweite Bahnhof in Weißwasser, Weißwasser Nord. Und jetzt wollen wir damit nach Wien. Wie machen wir das? Kommen wir hier auch noch raus? Oh, schau mal an, das funktioniert sogar. Dann bauen wir das gleich mal. Wir könnten ja eh dieses Gleis nehmen. Ja, ist eigentlich egal. Der Bahnhof ist ganz neu. Wo wir da rein und raus gehen, ist egal. Wichtig ist, dass wir nachher das in Stein meißeln, hier mit den Terminals. Dass die Züge wirklich nur hier reinfahren, dass wir das Schloss sozusagen zumachen, damit wir nicht wieder diese Lags haben nachher. Jetzt, nach Wien. Wie machen wir das? Wo führen diese Gleise hin? Die führen eigentlich nach Wien. Ja, ich möchte aber eben eigentlich eine neue Strecke bauen. Jetzt haben wir bald alles angeschlossen. Das ist natürlich dann irgendwann mal ein Problem. Es wäre naheliegend, hier einfach bestehendes Gleis zu nutzen. Aber ist das nicht sowieso unsere ICE-Linie? Die muss doch hier irgendwie durch. Ne, die muss hier nicht durch. Die fährt erst nach Hamburg, bevor sie nach Weißwasser kommt. Von daher haben wir, wenn wir hier gucken, Weißwasser Wien. Arg. Wir haben hier schon eine Strecke. Die führt aber natürlich zum anderen Bahnhof. Hier oben. Okay, und das relativ lange eingleisig. Sehe ich hier. Von hier oben an. Muss das so sein? Eigentlich nicht. Da haben wir eigentlich keine Weiche. Doch, das ist natürlich eine andere Strecke, die von hier kommt. Da möchte ich jetzt nicht nochmal reinbasteln. Nee, lassen wir. Aber ich bin gerade nicht mehr so überzeugt von meiner Idee, nach Wien zu gehen. Wir haben eine Strecke. Wien-Weißwasser. Wollen wir die jetzt unbedingt konkurrenzieren? Nein, wollen wir eigentlich nicht. Ich weiß, es ist nicht der gleiche Bahnhof. Aber dann machen wir das doch anders hier. Indem wir... Wo gehen wir hin? Wir gucken mal hier oben. Ja, warum denn nicht nach Rinteln? Das ist doch eigentlich auch eine Möglichkeit. Denn Weißwasser Rinteln, das ja, jetzt, wahrscheinlich ist es die einzige Linie, die wir hier haben. Wo fahrt ihr lang? Bechhofen, Kolka? Ne, hier ist nichts mit Weißwasser. Sehr schön. Okay, wir fahren nach Rinteln. Koffer packen, ab nach Rinteln. Und da müssen wir hier wahrscheinlich zu einer ordentlichen Kurve ansetzen. Dass wir hier so rüber würden. Und das geht so nicht. Da blockieren wir die Schiffe. Und hier haben wir eine Brücke, da müssen wir aufpassen. Da fahren Schiffe durch, ganz klar. Sonst hätten wir hier hinten den Hafen nicht. Wir brauchen mehr Platz. Machen wir es mal so, gehen hier raus und setzen dann zur Kurve an. Wir können hier ja schon mal ein bisschen Höhe gewinnen. Da ist das schön. Einfach draufklicken. Und das Ganze funktioniert ohne Probleme. Wir haben hier so eine moderne Brücke, aber es ist zu wenig. Hier kommen zwar die Schiffe durch. Wenn wir mal schnell gucken bei den Linien. Nur Schiffe. Ja, die fahren hier durch. Doch, doch, das passt schon. Was anderes haben wir da nicht. 71 km/h. Gehen hier vielleicht ein bisschen runter. Das müsste immer noch reichen, um da durchzukommen. Ja, jetzt nicht mehr. Okay, aber so passt. Wo wollen wir denn hin? Sollen wir da auch mal gucken wegen bestehendem Gleis? Das wäre zum Beispiel hier. Hier geht eine Strecke durch den Bahnhof durch, kommt hinten aber sozusagen nicht mehr raus und führt dann hier rein. Nee, wenn wir schon Gleise bauen wollen, machen wir was Eigenes. Dieser Heisenberg-Zockzug darf durchaus eigene Gleise haben. Wir gehen hier aber auch mal noch rüber. So. Da kommen sie unten durch, aber es gefällt mir nicht. Es müsste ein bisschen breiter sein. War das vorher schon so? Ich glaube ja, Drucksicherheitshalber nochmal. Nein, das war vorher anders. Da hatten wir für die Schiffe mehr Platz. Mal ein bisschen testen. Nochmal in die Höhe. Nochmal Linie. Ja, sie kommen sicher durch, aber vorher hatten wir es doch besser. Irgendwie war das vorher besser. Ich weiß nicht warum. So ist es besser. Okay, so in die Richtung. Dann machen wir das. Dann kommen die hier auch durch. Man sieht es hier, ohne dass sie in den gelben Bereich kommen. Dann bauen wir das so und gehen hier mit einer Brücke hier rauf. Gehen hier dann aber definitiv runter. Und vielleicht dann sogar irgendwie aufschütten. Also nach der Kreuzung hier. Schön, wie man hier einfach über die Kreuzung rüber kann. Natürlich auch sehr nett. Und dann hier rauf. Und hier vielleicht den Berg entlang, da Richtung Städtchen. Gut, das bauen wir mal so. Also, jetzt müssen wir aber gucken, dass wir hier möglichst schnell auf die Erde zurückkommen. Halt, ich möchte eigentlich das Ganze so haben. Und ja, sehr schön. Funktioniert prächtig.
Von wegen keine Lags mehr. Das funktioniert dafür dann eher nicht. Terra-Angleichung nicht möglich. Nee, geht nicht. Okay, dann machen wir eben eine Brücke, die hier rauf düst. Ist das okay? Ja, es gefällt mir aber nicht. Moment. Damm. Ich weiß, jemand hat mal geschrieben, dass die Dämme hässlich sind. Ja, Dämme sind halt von Natur aus nicht unbedingt eine natürliche Schönheit. Aber ich finde, sie passen. Das ist der Punkt. Also, sie müssen einfach passen. Dass sie nicht wunderschön sind, ist klar. Oh, wir haben übrigens noch eine neue Mod, nämlich Graffitis. Das können wir uns gleich mal ansehen, bevor wir die Strecke fertig bauen. Dann machen wir das hier aber mit dem Kollegen. Bauen das hier hin. Ich möchte hier aber kein Tunnel. Das heißt, wir düsen noch ein bisschen zurück. Okay, haben hier den Damm. Das zweite Gleis haben wir noch nicht. Das holen wir uns dann gleich noch. Und jetzt möchte ich aber schnell gucken wegen diesen Graffitis. Die hatten wir bei Transportfieber. Bei Tränenfieber auch schon. Da haben wir übrigens noch Assets. Also sprich, dass man die Polizei... Oh, das ist ja der Hammer. Guck mal, mit Radar. Moment. Das sehe ich erst jetzt. Wo haben wir hier unseren Konvoi? So, hier haben wir doch tatsächlich noch eine Radarkontrolle. Kriegen wir das vielleicht sogar ein bisschen weiter runter? EU plus 35. Ah, jetzt, nee. Jetzt müssen sie aber ebenerdig sein. Das hier ist erhöht. Das ist klar. Dann sollte das doch aber eigentlich... Ja, die fliegen trotzdem ein bisschen. Seht ihr das? Die sind sozusagen für den Gehsteig konzipiert. Macht das Sinn, wenn wir sie hier hinstellen? Ja, da müssen wir hier einfach nochmal einen Weg hinmachen. Ist sie aber fast cooler. Auch wenn sie ein bisschen fliegen. Sollen wir sie ein bisschen fliegen lassen? Wahrscheinlich fliegen sie auch, weil es nicht eben ist. Denn vorne, ja, ja. Vorne sieht man, hier geht es halt aufwärts. Haben wir denn nicht irgendwo was Flaches? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, so passt. Oder fliegen sie immer noch ein bisschen, fliegen sie. Aber das ist okay. Zack, Radarkontrolle. Ist ja sensationell. Jetzt muss ich aber tatsächlich noch gucken, was wir ja sonst noch haben. Aha, okay. Da haben sie einen angehalten. Wow, nochmal zurück. Deswegen ist hier halt auch Stau. Weil die hier einen angehalten haben. So, zack. Das ist doch einfach cool. Ich liebe es. Jetzt haben wir halt den kanadischen genommen, aber okay. Die fahren hier und hier vorne wird geblitzt. Ja, nur cool. Und guck mal, das Ganze ist hier sogar noch angeschrieben von wegen, was sie hier für ein Tempo haben. Oh, ich liebe es. Das muss ich schon sagen. Solche Sachen, die sind einfach nur genial. Was haben wir hier noch? Das ist der Radar. Und was ist A? Das ist einfach ein Polizeifahrzeug, was hier steht. Sehr schön. Werde ich noch öfters benutzen. Jetzt wollte ich aber eigentlich noch schnell Graffiti zeigen. Wo hatten wir das? Wo war denn unser Bahnhof? Ne, wir sind in Hamburg. Falsch, falsch, falsch. Zurück. Hier unten. Und dann haben wir hier das Teil. Jetzt mal gucken, ob das mit den Gravities funktioniert. Wird es mit Sicherheit. Ich weiß gerade nicht, wo die sind. Moment, die sind hier, genau. Und dann? Nein. Industrie, Kollision, Mauerwerk. Irgendwo hier hatten wir sie. Ich weiß noch gerade nicht, wo. Kollisionsobjekt. Waren die nicht... Ich habe sie schon mal gehabt. Moment, ich nehme alle raus. Schornstein, das ist definitiv nicht, was ich suche. Ich glaube, es hat so ein komisches Zeichen, das Ganze, dass man es nicht gerade erkennt. Hier, genau. Graffiti. Und jedes Mal ist es was anderes, ist wie beim Bäumchen setzen. Und es ist jetzt nicht ganz ohne das zu platzieren. Da muss ich jetzt mal gucken. Drehen mit M und N. Und dann muss man es im Prinzip so setzen, dass man es sieht, denn sonst verschwindet es. Wenn wir es jetzt hier so rausziehen, sieht man, jetzt haben wir es hier eigentlich am Haken vor diesem Damm. So ist es weg. Und so wäre es dran oder ein bisschen davor. Machen wir mal testweise. Moment. Ja, ich muss ein bisschen drehen, damit ich das sehe. Das wäre, glaube ich, schon ungefähr dran. Kann das sein? Moment, Moment, Moment. Zack. Ja, das ist dran. Und jetzt haben wir hier als nächstes ein anderes Graffiti. Okay, das ist aber doch irgendwie... Ja, der Damm wird halt ausgeblendet. Da können wir nicht viel machen. Ich glaube, es ist falsch rum. Das ist irgendwie spiegelverkehrt. Das kann man auf Züge setzen, auf Wände. Am besten funktioniert es anscheinend bei Schallschutz.
wenden und die müssen wir sowieso auch mal noch installieren. Das werden wir dann demnächst mal angehen. Jetzt sage ich erstmal Tschüss, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Ja, und jetzt haben wir wieder ein Lag. Als wäre es geplant gewesen. Ich wollte die Züge zeigen. Ja, muss so schön raten rein und raus an Zügen. Jetzt klappt's. Danke fürs Zusehen, bis hoffentlich morgen. Bye, bye.